Im Zuge des aktuellen Streiks der Lufthansa-Piloten ist es heute auch in Stuttgart zu Ausfällen gekommen. Alle 18 Lufthansa-Hin- und Rückflüge zwischen Stuttgart und München sowie Stuttgart und Frankfurt am Main entfielen. Fluggäste hatten die Möglichkeit, sich entweder umbuchen zu lassen oder auf die Bahn umzusteigen. Hintergrund des Streiks sind von der Lufthansa geplante Änderungen an der Rentenübergangsversorgung der rund 5.400 nach dem Konzerntarifvertrag bezahlten Piloten.